Hallo und willkommen hier wieder zu Pokémon News. Und zwar haben wir hier ein Palkia GX. Yeah, schauen wir es uns an. Es ist ein Drache. Braucht für die erste Attacke nur ein Wasser, für die zweite Attacke drei irgendwelche, macht 60 plus irgendwas. Und die GX-Attacke macht 150 Schaden, braucht aber drei Wasser und zwei normale. Okay. Basis-Pokémon. Ja, natürlich 180 Leben. Oder KP, HP. Nachdem. Die erste Attacke ist Battle Control. Bewege eine beliebige Anzahl von Energiekarten von deinen Pokémon in der Bank zu diesem Pokémon. Ah, okay, der ist gebraucht. So viel Energie für die GX-Attacke. Dann das andere ist Hydro Pressure mit 60 plus Schaden. Diese Attacke macht 20 mal mehr Schaden für jedes Wasserenergie, welches an diesem Pokémon drauf ist. Ja, 60, 2 sind es, also man braucht schon mal 3. Jetzt nochmal 60 sind es 120. Bei 6 Energie, 180 Schaden ist dann schon gut. Aber das müssen wir mal zusammenbringen. Und da die GX-Attacke überhaupt. Zero Rhenish GX, 150 Schaden. Der Gegner mischt alle Energiekarten von seinem Pokémon in sein Deck. Was? Was ist das für ein Angriff? Der setzt. Das sollte doch Dialga können. Ich meine, der setzt den Gegner nicht nur räumlich irgendeine auf die Nuss, sondern zeitlich. Was für eine Zeit der braucht, wieder das alles aufzubauen. Holy. Das ist heftig. Diese GX-Attacke ist heftig. Und es ist ein Basis-GX-Pokémon. Also, ja. Und Drache auch noch. Könnte eine Doppeldrachenenergie, Spezialenergie, falls in dem Format dann noch eine zulässig ist, draufsetzen. Ansonsten erweitert einfach drauf. Und man hat dann auch schon mal schnell diese GX-Attacke schon draußen. Wow. Ich meine, mindestens zwei Angriffe muss es, also mindestens ein Angriff muss es überleben, damit man den die GX-Attacke einsetzen kann, weil zuerst das braucht man da. In Special Control und dann erst Zero Vanish GX, um wirklich alle Energien drauf zu ballern auf Palkia. Aber das ist es wert für die Attacke. Ganz klar. Aber wo ist Dialga? Hier ist er schon. Wenn Dialga da ist, ist Palkia auch da. Und wenn Palkia da ist, ist Dialga auch da. Und Dialga ist hier wieder auch Drache mit 180. Ein Metall und zwei irgendwas mit 80 Schaden. Und GX-Attacke mit drei Metall und zwei irgendwas. Schaut ziemlich gleich aus, auch 150 Schaden. Mal schauen. Das erste ist Cluck Up. Zieh so viele Karten, bis er 6 in der Hand hat. Ja, kann man immer gut brauchen. Dann Shred mit 80 Schaden. Diese Attacke ist nicht. Hat keine Auswirkungen von Effekten des gegnerischen aktiven Pokémons. Okay, also der Schaden. Ja, nicht schlecht. Und Timeless GX mit 150 Schaden. Wenn diese Runde um ist, ist einfach dein Zug wieder. Ja. Machen wir 150 Schaden. Zack, fertig. Gegner darf nichts machen und man zieht wieder. Kann man dann einfach 80 Schaden machen. Oder 6 Karten ziehen. Besser wäre es natürlich, die Kombination aus Dialga GX und Palkia GX irgendwie reinzubringen. So zuerst so. Also, man kann ja immer nur einen GX-Attack. Ja, okay. Vergiss das, was ich gesagt habe. Aber Dialga ist auch ziemlich gut. Einfach den Gegner einfach eine Runde nichts machen lassen. So 150 Schaden, nächste Runde 80 Schaden oder mit den anderen Pokémon da einfach draufwetzen und noch mehr Schaden. Und Fähigkeiten und was weiß ich, ja. Ja. Ich weiß nicht, was besser ist. Das Beste ist also Metallenergie. Ist in Verbindung mit Solgaleo ziemlich gut. Überhaupt in einem Prison-Ding da, den was wir ja in der folgenden News gehabt haben, der was ja so viel Energie draufsetzen kann an beliebige Pokémon. Das ist ja ein ziemlich schnelles Verfahren dann mit diesen hier, mit diesem Dialga. Andererseits ein Palkia mit Wasser-Pokémon einfach und Wasserenergie draufsetzen, so viele Wasserenergie in den Ablagestapel. Damit man
Also nein, nicht den Ablagestapel, das ist was anderes. Einfach trotzdem. Das ist. Wow, diese Jax-Attacke. Ein Gegner so auf Null setzen. So instant Null setzen. Du darfst keine Energie mehr haben. Pech gehabt. Da muss er wirklich gute Fähigkeiten haben, um das sich, um das, dieses Defizit wieder aufzufüllen. Naja, okay, das war's dann auch wieder mit diesen News und dann bis zum nächsten Mal bei Pokémon News.